Herzlich willkommen zurück, Leute. Ich habe die Videos von den Jungs diese Woche gesehen und dachte mir, sieht ordentlich nach Herbst in Deutschland aus. Entsprechend kleines hawaiianisches Intro, um ein bisschen Wärme rüber zu schicken. Und ja, diese Woche geht es darum, natürlich wieder ums Training. Und ich gehe hin und erkläre so ein bisschen, warum wir gewisse Sachen machen, wo sich die Jungs aktuell befinden und was wir, woran wir arbeiten müssen, damit wir nach vorne kommen, also was wir demnächst machen müssen. Ich wünsche euch viel Spaß und ab geht's mit dem Intro. So, Freunde, das Crossrennen ist Geschichte. Ich bin gerade auf der Rückfahrt. Genau, das Crossrennen war jetzt hier in Braunschweig. Ich fahre nach Hannover. Das sind nochmal so, ja, gute Frage, 2-2,5 Stunden Fahrt am Kanal lang, das ist ganz angenehm. Ja, wie war das Crossrennen? Es war so mäßig. Ich war relativ weit hinten am Start, weil es so eine doofe Startausstellung gab und deshalb bin ich ja am Anfang nicht gut weggekommen, weil vorne viel Stau war. In der zweiten Runde habe ich dann die Kette verloren, das war auch nicht ideal. Da stand ich auch nochmal ein paar Sekunden. Aber dann bin ich immer mehr und mehr reingekommen, konnte immer wieder Leute überholen, aber nach ganz vorne konnte ich da nicht mehr fahren, weil das Rennen nur eine halbe Stunde war. Ist auch ein bisschen kurz. Aber es hat Spaß gemacht. Der Kurs ist echt super cool. War ich letztes Jahr schon vor Ort. Da war ich noch als Lizenzfahrer da. Da war das Rennen eine Stunde. War echt ganz cool. Muss mal schauen. Im Dezember ist noch ein Rennen da. Vielleicht werde ich es auch noch mal mitnehmen nach dem Trainingslager. Aber erstmal mache ich mich jetzt auf die Heimfahrt nach Hannover. So, ich bin jetzt 4 Kilometer eingelaufen. Heute stehen 4x3 Minuten etwas flotter Laufen auf dem Plan, gefolgt von 3x1 Minute noch etwas flotter. Das erste Mal, dass ich jetzt in der Vorbereitung mal flach in der Runde laufe. Deshalb werde ich jetzt auch meine Schuhe noch wechseln. Ich bin mit den normalen Trainings schon eingelaufen und werde jetzt zu den schnelleren Schlappen wechseln. Ich laufe die immer ca. 100 Kilometer im Wettkampf und dann laufe ich die eigentlich noch im Training wirklich lange, bis sie wirklich platt sind, damit sich der Preis auch irgendwie lohnt. Und genau, ich werde die 3 Minuten je nach Wind und Hügelverhältnisse so um die 3:15 laufen und die 1 Minute so um die 3 Minuten glatt. Mal schauen, wie es läuft. Einheit lief gut. Also von mir nochmal kleine Auswertung hier zu Nikos Woche. Erstmal Crossrennen. Wir haben vor dem Trainingslager in Malle uns nochmal gesagt, hey, okay, wir wollen nochmal ein kleines bisschen einen VO2max Push-Block machen und haben den eingeteilt in 2x10 Tage mit 3-4 lockeren Tagen dazwischen. Und vor den 3-4 lockeren Tagen hat sich's halt ergeben, dieses Crossrennen noch mitzunehmen. Letztes Jahr hat er schon relativ viel Spaß gehabt und ist eine ganz gute Belastung. Dementsprechend habe ich gesagt, hey, okay, kein Problem, Feuer frei und Trainingsreiz aus dem Sinne sehr gut erfüllt. Dann der Lauf jetzt gerade noch, den er gehabt hat, auch wieder entsprechend, ja, das ganze VO2max-Ding ist jetzt die Zielsetzung hier. Ich zeige hier nochmal ein paar Daten, hat er ganz gut umgesetzt. Also worauf achten wir hier aktuell? Bei solchen Trainingsläufen, es geht natürlich noch nicht darum, hier maximale Performance zu generieren, sondern es geht erstmal so ein bisschen darum, ey, okay, push mir in die richtige Richtung. Dann gucke ich gerne auf solche Sachen wie den Effizienzfaktor hier, der mit 2:2 sehr gut ist. Power-to-Heart-Rate-Ratio ist natürlich auch immer interessant.
Bei diesen kürzeren Dingern sollte es natürlich nicht zu stark abweichen. Das heißt, wir wollen nicht, dass die Herzfrequenz exponentiell krass nach oben geht, während die Watt gleich bleibt, sondern dass sich das relativ Richtung Null annähert, beziehungsweise so unter 5%, das ist immer die Zielstellung. Haben wir hier gut erreicht, sowohl bei den längeren als auch bei den kürzeren. Dementsprechend haben wir es nicht übertrieben und waren in der richtigen Zone unterwegs. Bin sehr zufrieden, wo wir da aktuell sind und denke, so kann es weitergehen. Jetzt, wo ich ca. 8 Meter im zweiten Lauf des Tages bin, kann ich euch sagen, ein dickes Schokobrötchen vom Laufen zu essen, macht keine guten Sachen mit dem Magen. Also lernt von Onkel Tom und macht es nicht. Und was noch zu sagen ist, Timing fürs zweite Läufchen des Tages. Es ist wirklich echt scheiße gedreht. Den ganzen Tag über hatten wir Sonne, schönes Wetter. Jetzt, wo ich anfange zu laufen, fängt es an zu regnen. Gut, die Sonne untergeht, war abzusehen. Aber echt mieses Timing. Und auch echt nicht schön. Inklusive Schokobrötchens. Ist kein schöner Lauf. Wir haben es jetzt Sonntagabend und hier eine kleine Zusammenfassung von der ersten, etwas intensiveren Trainingswoche, die für mich nur so halbwegs erfolgreich war, oder erfolgreich ist auch übertrieben, aber zufriedenstellend, sage ich mal, was daran liegt, dass ich Montag und Dienstag recht viel um die Ohren hatte und auch ein bisschen unterwegs war, weswegen ich da eigentlich quasi gar nicht trainieren konnte und am Montag nur 5 Kilometer laufen war. Und ja, so eine kleine Gym-Session ist auch übertrieben, hier in meinem Keller so ein eigenes Körpergewicht-Training gemacht habe von 14 Minuten und Dienstag gar kein Training. Im Endeffekt ist es jetzt auf 17 Stunden 30 gekommen in der Woche, was mich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, hätte ich nicht erwartet. Zusätzlich auch Schwimmen war diese Woche nicht ganz so, wie es hätte sein sollen, weil ich irgendwie Schulterbeschwerden hatte bis Mittwoch oder Donnerstag. Dementsprechend das erste Mal schwimmen war ich erst Freitag und dann heute Sonntag nochmal. Alles in allem, wie gesagt, es war nicht perfekt, aber ich glaube, so ist das recht häufig wieder nochmal, dass das Training einfach nicht perfekt läuft. Und ja, Hauptsache langfristig, dass man es einigermaßen vernünftig durchzieht. Und ja, jetzt gibt es noch Abendessen und dann mal schauen, was die nächste Woche so bereithält. Also, sagen wir zu Tom auch mal noch ein bisschen was. Er will auf das Profi-Niveau kommen. Entsprechend ist es wichtig, dass da ein bisschen Struktur reinkommt, Selbstorganisation und wirklich zu lernen, dass einfach die Sachen funktionieren. Da liegt ehrlich gesagt gerade in seinem Training das Hauptaugenmerk drauf. Ja, auch mit mehreren Einheiten am Tag, die wirklich so zu strukturieren und seinen Tag so einzuteilen, dass das passt. Das ist halt wirklich ein wichtiger Faktor, gerade wenn er auf dieses Profiniveau hochkommen will. Vom Trainingsumfang her, da auch wieder wichtig, wirklich selbst sich zu moderieren. Wir haben auf FS Endurance, The Complete Athlete, einen schönen Artikel veröffentlicht, wo es darum geht, diese verschiedenen Stufen, die man erreichen will, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Und hier würde ich sagen, sind auf jeden Fall noch Potenzialstufen vorhanden. Es ist immer cool zu sehen, wie viel Performance schon da ist und wie viel er schon abliefern kann. Und wenn wir dann dahin kommen, dass wir halt auch in Organisationstalenten und wirklich da die Struktur mit reinbekommen, dann wird er ein richtig guter Athlet. Und darum geht es am Ende des Tages. Deshalb, das ist seine spannende Reise. Und das finde ich halt auch das Coole in dem Vlog hier, den Unterschied zu sehen zwischen Nico und Tom, wo die beiden stehen, was sie abliefern können. Und schauen wir mal, wie weit wir Tom bekommen, ob wir ihn genau auf dieses Niveau auch bekommen. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder hier im Bro-Vlog. Danke. Ciao.